Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten ARMA News. In dieser News ist wieder etwas anders. Wie ihr bereits merkt, ist auch die letzte Community News schon etwas her. Aus diesem Grund gibt es am Ende dieser News ebenso zwei Community News rund um die ARMA-Szene. Zukünftig hoffe ich, dass mehr Communities sich melden, sodass eine extra News wieder vorgeschoben werden kann. Ziel mit der Community News ist es, dein Clan und deine Community zu unterstützen. Mitteilungen rauszugeben und ich als neutral betrachtende Person das Ganze noch einmal weitergeben kann. Hier oben in der Infobox ist der Link zu der letzten Community News. Dort erkläre ich auch, was du dafür tun musst. Und nun kommen wir zur ARMA News. Denn es gibt zwar nicht viele Themen, doch möchte ich verhindern, dass es doch zu viele Themen werden. Erstmal ein großes Dankeschön an alle Patreons, Unterstützer, danke an alle Kanalmitglieder und an dich da draußen. In der heutigen News werfen wir einen Blick auf Zeitlich Industries und noch andere Themen. Pünktlich, nachdem ich das neue Video rendern wollte, gibt es die Ankündigung, dass der neue Creator DLC Western Sahara am 18. November 2021 erscheint. Ich hoffe, dass ich dieses Wochenende den Testbericht noch schaffen werde. Ich muss allerdings gestehen, dass meine Zeit in den letzten Wochen und Monaten etwas eng war und ich den DLC noch nicht so ausgiebig testen konnte, wie ich es gerne hätte. In dem nachfolgenden Part der News werde ich darüber berichten, dass das Ganze erst in der Dev-Branche ist. Ich möchte hier dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die am heutigen Tag stattfand, gab es noch nicht die Information, dass der DLC am 18. November rauskommt. Ich werde euch aber so oder so informieren, wie der DLC ist. Es kann nur sein, dass es eine oder zwei Wochen länger dauert. Liebe Community, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir nun zum ersten und zu einem offiziellen Thema. In der Dev-Branche, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Stand der 16.11.2021 befindet sich aktuell die Information, dass der Support für das neue Wüstencreator DLC in die Beta-Version von ARMA kam. Hier vorweg, es geht nur um den Support, nicht um den DLC selbst, der dort nicht getestet werden kann. Es gab bereits eine Closed Beta, bei der ich auch dabei sein konnte. Vielen Dank noch einmal für diese Möglichkeit, besonders an Alex. Mehr kann ich hier zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Wieder einmal war es den Entwicklern wichtig, wie auch beim SOG Pre-Fire DLC und eigentlich auch in der Theorie beim CSLA DLC, die Tester mit einzubinden. Allerdings haben wir gesehen, dass das Getestete und die Kritik beim CSLA DLC nunmehr schlecht als recht umgesetzt wurde, wenn überhaupt. Noch immer gibt es kein großes Content-Update für diesen Creator DLC. Damit noch immer für mich persönlich und für viele andere der schlecht nachgeförderte Creator DLC der ARMA 3 Geschichte. Schade eigentlich. So kommen wir nun zu den Community-Themen. Genau, los geht es. Zu Beginn dieser Themen spreche ich vermutlich besonders die Hardcore-Nerds, die Immersion super wichtig finden und einfach für sich alles machen wollen, um etwas zu optimieren. ARMA.com. Nein, es handelt sich dabei nicht um eine KI-Mod, sondern um eine Mod, die es ermöglicht, externe Geräte mit ins Spiel zu bringen. Wie Funkgeräte bei einem Raspberry Pi mit einem echten Schieberegler oder Kreisregler. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Kann man dann die Einstellung in Funkgeräten, in ARMA oder auch in Hubschraubern umstellen, besonders für Leute, die gerne rumspielen, probieren, eine feine Sache. Jetzt gestehe ich aber auch, dass ich mit dem Thema keine Ahnung habe und es nicht probieren konnte. Sagt dazu, habt ihr es schon vielleicht probiert? Wie findet ihr die Idee dahinter? Nutzt das jemand? Aktiv? Schreibt es in die Kommentare, mich würde das mal interessieren. Und vor allen Dingen, was steuert ihr damit? Bundeswehrmod. Wieder einmal, fast schon Jahre war es recht ruhig und immer nur spärlich hat es Informationen gegeben. Umso mehr scheint es aktuell zu sein. Aktuell arbeitet das BW-Mod-Team auch an einem lang ersehnten Wunsch der Community, Wintertarnmuster. Im Bild eingeblendet sehen wir hier die Panzerhaubitze 2000. Die Bilder sind alle vom ARMA World Forum und können dort noch einmal angesehen werden. Wie auch die zahlreichen anderen Bilder zum Update. Ich persönlich finde die Idee sehr gut, auch wenn ich persönlich kaum eine gute Winterkarte kenne. Generous Winter mal ausgeschlossen. Kennt ihr eine gute Winterkarte, die entsprechende Größe hat? Wie ihr wisst, mache ich auch sehr gerne Screenshots. Schreibt eure Vorschläge gerne in die Kommentare. Und natürlich die Meinung zu den Wintertarnmustern der Bundeswehrmod. Nachdem die Modder immer mehr ankündigen, muss ich ja zugeben, freue ich mich schon sehr auf das neue Update. Allerdings wurde schon gesagt, dass Waffen kein Wintertarnmuster erhalten. Sondern lediglich Fahrzeuge werden die Überarbeitung oder eher die zusätzlichen Texturen bekommen. Ein aktuelles Release-Datum des Updates gibt es noch nicht. Und hier bitte ich auch um Geduld. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es weitergeht und bin gespannt, wie das Update am Ende aussehen wird. Ha, kommen wir nun zu einem Thema, man könnte schon fast meinen, was für ein Zufall. Kurz nach Erscheinen meiner ARMA News und laut TubeBuddy für eine Zeit lang auch Platz 1 beim Suchbegriff Zeitlich Industries, gibt es ein Update von den Entwicklern. Und das hat es wirklich in sich. Besonders überraschend, dass Zeitlich Industries sich für das Creator DLC Modell bzw. Programm beworben hat, aber abgelehnt wurde. Hier sehen wir auch gut, dass Modder wohl scheinbar ihre Arbeit etwas zurückgestellt haben, um eben genau diese Bewerbung für das Projekt abzuschicken.
Auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite dürfen wir hier gespannt sein, wo das Ganze noch hinführt. Abgelehnt wurde es erstmal und trotzdem soll es weiterentwickelt werden. Das sind die guten Neuigkeiten. Das wurde auch im Discord von Zeitech mit neuem Material gezeigt. Hier im Bild eingeblendet. Schaut doch gerne mal bei den Jungs und Mädels im Discord vorbei, wenn euch das Projekt interessiert. Ansonsten versuche ich euch natürlich weiter auf dem Laufenden zu halten. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses Projekt, denn eine wirklich funktionierende Untergrundkarte ist schon etwas Cooles. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. In meinem Kopf spielen sich hunderte Szenarien ab. Was sagt ihr? Freut ihr euch auf diese Mod oder interessiert euch das Thema eigentlich überhaupt nicht? Ihr wisst, was nun kommt. Ab in die Kommentare damit. Immer wieder schauen wir uns in der Arma News auch Karten an. Bei der ersten Karte handelt es sich um Mandul, eine Afghanistan-Karte, die aktuell in Entwicklung ist. Diese gibt es zwar schon im Steam Workshop, ist aber noch lange nicht fertig. Wird also wie ein Early Access Projekt weiter und weiter entwickelt. Lediglich die Mod JBed wird dafür benötigt, kein Cup. Bei der Größe reden wir von einer 32 Quadratkilometer großen Karte, die Gebirgsketten und Täler von Afghanistan darstellen soll. Hier eingeblendet seht ihr ein paar Bilder von der Steam Workshop Version. Die Aufnahmen entstanden am 16.11.2021, danach folgende Updates sind natürlich nicht mit inbegriffen. Ich denke, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Für mich persönlich schon jetzt eine echt schöne Karte. Ich freue mich darauf, wie das Ganze weiterentwickelt wird und ich hoffe, es wird weiterentwickelt. Das ist bei Karten ja immer so eine Sache. Ich würde es mir zumindest wirklich sehr wünschen. Denn wie ihr bereits wisst, finde ich das Wüstenszenario und auch den Crater-DLC Western Sahara für mich in Arma immer am spannendsten. Neben Winterszenarien, aber die spiele ich noch seltener. Was sagt ihr? Welches Szenario mögt ihr am liebsten? Winter, Wüste, ausgeglichen, tropisch? Was findet ihr persönlich am besten? Und auch hier wieder freue ich mich auf euer Feedback. Nun kommen wir zu einer weiteren Karte. Einer Kampagne mit einer eigenen Karte kann man auch schon sagen. Diese Karte wird also mit einer eigenen Kampagne veröffentlicht. Der Name Libertad. Und wir reden hier nicht von Far Cry 6. Die Map ist 80 Quadratkilometer groß und orientiert sich an Kuba. Damit also auch sehr tropisch angehaucht. Die Insel trägt den Namen Isla Nueva, was übrigens laut meinen bescheidenen Spanischkenntnissen neue Insel bedeutet. Irgendwie passend für eine neue Karte. Guerillas, Soldaten und andere Zivilisten sind nicht das Einzige, was auf euch wartet, sondern auch Krokodile, Schweine, Kühe, Vögel koexistieren im Gebiet. Bedeutet auch, dass wir nicht nur eine Karte bekommen, sondern auch Tiere. Besonders spannend, dass einige friedlich sind, aber auch andere dich angreifen werden. Was nochmal eindeutig spannend ist, wenn plötzlich nicht nur Soldaten dein Feind sind, sondern eben auch die Fauna und die Tierwelt. Sehr cool, mit Pferden soll man die Insel erkunden können, richtig, Pferde, die benutzbar sind. Sehr geil, mit über 500 einzigartigen Gegenständen wirklich eine tolle Sache und ein Projekt, was sehr spannend klingt. Außerdem soll es spezielle Module für den Eden-Editor geben, ähnlich wie beim SOG Prairie Fire DLC, Module, die wohl auch das Ambiente sicherlich steuern, das vermute ich. Neue Animation und. Der Release soll übrigens schon im Frühjahr 2022 sein, scheint also schon einen guten Fortschritt zu haben. Sehr geile Sache und für mich jetzt schon ein Highlight für eventuell 2022. In der Modwelt. Sagte ich, es gibt doch nicht viel? Geirrt. Kommen wir zur SCP-Modifikation, die momentan nur aus Wänden und wenigen Sachen besteht, aber auch Monster und andere Dinge sollen es später ins Spiel schaffen. Im Bild eingeblendet sehen wir hier einige Assets. Ich werde schauen, ob ich zu der Mod noch mehr herausfinden kann. Wer weiß, vielleicht in einem Interview, Zwinkersmiley. Sind wir am Ende dieser Arma News angekommen? Warte, nein, da war ja noch was. Kommen wir zum Community-Part. Im Community-Part möchte ich erneut die Deutsche Arma-Allianz ansprechen. Ein Projekt, was auf der einen Seite sehr gehypt, auf der anderen Seite sehr mit Skepsis betrachtet wird. Ich habe mir nun das ein oder andere Feedback eingeholt und möchte darauf gerne eingehen, was mir weitergetragen wurde. Leider habe ich von Seiten der Organisatoren keine weiteren Infos erhalten und musste mir die Infos von Mitspielern und Mitspielerinnen besorgen und das Bildmaterial leider nicht vom Event zeigen. Im Hintergrund deswegen auch nicht die Mission von der Deutschen Arma-Allianz. Das erste Event verlief auf der einen Seite erfolgreich, denn es sind zahlreiche Leute erschienen. Doch gab es auch immer wieder technische Probleme, Verzögerung und damit Probleme bei der Organisation innerhalb der Mission. Allerdings möchte ich hier ganz klar sagen, ist es natürlich so, dass ein solches neues Projekt immer eine Herausforderung ist. Für Organisatoren, Mitspieler und andere Parteien, Clans und Communities. Deswegen sollte man vor allem in den ersten Missionen damit Geduld haben. Aber ich persönlich wünsche mir von den Organisatoren etwas mehr Kommunikation, denn am Ende lebt und fällt ein Projekt, eine Community, immer mit der Außenwirkung. Diese ist, auch wenn es viele unterschätzen, besonders 2021, immer wichtiger. Angefangen von der Website, was viele Clans und Communities nun merken, nachdem andere Communities eine Website mit Erfolg veröffentlicht haben, bis hin zu YouTube, Twitch und.
Hier wird Kommunikation und Zusammenarbeit immer wichtiger. Jetzt klang mein Teil besonders kritisch und ich möchte das hier relativieren. Ich kann nur weitergeben, was mir weitergegeben wird. Deswegen wünsche ich hier weiterhin viel Erfolg für das Projekt und bin gespannt, wie die zweite Mission laufen wird. Und dafür drücke ich der Deutschen Arma-Allianz fest die Daumen. Aber fest steht, ich werde euch so gut es geht informieren. Kommen wir zu Arma World. Korrekt. Leider steht eine Bestätigung von Kato Zeitpunkt der Aufnahme aus. Eine Anfrage habe ich schriftlich vor einigen Wochen an das Arma World Team geschickt, beziehungsweise an Kato, die Möglichkeit gegeben, zu dem Gerücht Stellung zu beziehen. Und möchte hier sagen, es handelt sich nur um ein Gerücht. Es geht darum, dass die Competitions wohl erstmal ausgesetzt werden, aus organisatorischen Gründen, unter anderem. Fraglich allerdings, was ich zumindest finde, dass es genau kurz nach der deutschen Arma-Allianz und Rocket Beans Nacht kommt. Arma World, so meine Meinung, lebt von den Competitions. Viele Clans und Communities nutzen dies auch als Außenwirkung und die Möglichkeit, eine große TVT-Mission im deutschen Raum mitzunehmen. Hier nochmal vorweg, mir ist bewusst, dass das Rocket Beans Event schon lange besteht. Deswegen auch eher der Zusammenhang hier, vielleicht mit der deutschen Arma-Allianz. Meine Vermutung. Hier bin ich gespannt, wie sich das Ganze bestätigt oder eben nicht bestätigen wird. Einen Namen der Person, die mir das zugetragen hat, werde ich natürlich nicht nennen. Ich bitte hier um Verständnis. Informationsweitergaben werden bei mir absolut anonym behandelt und werden auch von mir versucht, so gut es geht, gegenzuprüfen. Doch wenn ich keine Stellungnahmen erhalte, dann kann ich auch weder etwas bestätigen noch dementieren. Trotzdem weiterhin toi 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 für die Arma World Community, denn sind wir ehrlich, Arma World ist mittlerweile ein Urgestein und es wäre schade, wenn diese Website oder das Forum vielleicht auch daran zugrunde gehen würde. Damit, liebe Community, sind wir am Ende dieser Arma News angekommen. Puh, ging ja doch länger als gedacht. Ich bin gespannt und hoffe auch mal die Zeit zu finden, auch bei der Deutschen Arma-Allianz persönlich dabei zu sein. Denn ich finde das Projekt weiterhin super interessant und auch kompliziert. Aber ich bin mir sicher, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Danke für eure Aufmerksamkeit, schreibt eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Wie ihr von mir wisst, gehe ich auf alle Kommentare ein. Schaut auf meinen Discord vorbei, noch einmal danke an alle meine Partner und Unterstützer. Danke an euch da draußen, ohne euch wäre dieser Kanal nicht möglich. Mit diesen Worten, denkt daran, ihr seid die Besten und zwar ihr alle, euer Martin. Ciao.